Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich eine weitere Yoga Junkies Box zum Unboxen. Und zwar ist das eine Mystery Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, mein Bauch hat gerade geknurrt. Offensichtlich müsste ich mir auch mal was zu essen holen. Was zu trinken habe ich tatsächlich da. Die Yoga-Junkies sind wieder da, Leute, und ich freue mich wie Bolle. Und die haben auch jetzt im Shop Mystery-Boxen. Das heißt, in diesen Boxen, die 29 Euro kosten, sind mindestens 5 Produkte drin enthalten, die schon mal in Boxen vorher drin waren und so, ne? Und ja, daraus wurden jetzt Mystery-Boxen gemacht, die wir jetzt dort kaufen können, und ich finde das ziemlich cool. Und ich lasse mich jetzt auch einfach mal komplett überraschen. Ich weiß nicht, was drin ist. Der Klebe hier ist noch zu. Das Einzige, was ich aufgemacht habe, ist der Karton, der auch noch mit in dem Karton war. Und ich glaube, das ist schon das erste Produkt, was quasi in der Mystery Box drin ist. Und das kommt mir auch bekannt vor, denn das hatte ich letztens auch schon bei mir in Anwendung. Ich weiß nicht, ob ich zu der Mystery Box dann auch die Preise noch irgendwie rausfinden kann. Das hier müsste aber auf jeden Fall aus der letzten Edition der Yoga Junkies Box gewesen sein, oder? Das ist eine Premium Meditation Candle von den Yoga Junkies. Und ja, Envision steht hier drauf, Frankincense, Myrrhe ist hier mit drin, okay. Und das ist eine Kerze, die bei mir nicht funktioniert hat, leider. Und hoffentlich wird die es tun. Das ist nämlich so ein Knisterdocht. Und da haben wir auch so einen Stein mit dabei, das ist so cool. Und hier habe ich da auch irgendwie so ein, das ist ein, nee, das ist kein Rosenquarz, der ist nicht rosa, ne? Der ist durchsichtig, keine Ahnung. Hier riecht auf jeden Fall unglaublich gut. Und hier war auch noch ein Deckel mit dabei, also so gehört das dann quasi, ne, damit der Duft nicht verfliegt oder so oder wie auch immer. Und ja, die werde ich auf jeden Fall heute Abend mal ausprobieren, ob die funktioniert. Wobei, könnte ich doch jetzt theoretisch auch hier machen. Sammy, vorsichtig. Ich mache eben die Schublade auch hier. Der ist schon direkt hier mit seiner Schnauze unterwegs. Achso, einen Code habe ich übrigens auch, Claudis Welt. Damit sparst du 20% bei den Yoga-Junkies auf der Homepage, ne. Es ist ein Affiliate-Rabattcode und genau, also wenn du möchtest, dann gönn dir. So, jetzt mache ich mal den Docht hier an. Irgendwie hat das bei mir nämlich nicht beim letzten Mal funktioniert. Da ist die Kerze ausgegangen und dann war es das. Ich stelle die einfach mal in den Hintergrund und dann schauen wir mal, wie das so funktioniert. Ich habe einen Hund auf dem Schoß. Geil. Nee, finde ich richtig schön. Also das ist schon mal das erste Produkt, was quasi in der Mystery Box drin ist. Dann habe ich hier meine schlaue Schere. Und kann dann hier mal den Klemi öffnen. Dann schauen wir mal rein, Sammy. Hm? Tada. Das sind wirklich mindestens 5 Produkte hier drin. Wow. Okay. Zuallererst habe ich hier etwas drin. Ja, Räucherstäbchen. Verwende ich nicht so gerne. Also Duftkerzen ja, Räucherstäbchen bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil ich halt schnell Kopfschmerzen bekomme. Und tatsächlich lege ich Räucherstäbchen einfach nur hin und mache sie nicht an. Denn da haben die schon meiner Meinung nach, also für mich persönlich, genug Duft mit dabei. Satya, Nak Champa, Mystic Yoga, Incense, Shri Nivas. Ich kann es nicht aussprechen. Auf jeden Fall ist das, sind das Räucherstäbchen, die wirklich gut riechen. Aber ich kann die nicht anhaben. Dann ist mir das zu intensiv, ne? Und ich glaube, auch Sammy wird das nicht so cool finden. Und ja, deswegen. Aber schön, dass sie mit drin sind, ne, Sammy? Und das sieht irgendwie auch aus wie eine Box, die wir schon mal tatsächlich hatten. Also wirklich wie eine Box. Das kommt mir so bekannt vor. Dann habe ich hier so einen Ball. Den kann man verwenden, wenn man halt Yoga macht, ne? Das ist halt so ein... Oder nee, Quatsch, den kannst du verwenden, wenn du Verspannung im Rücken hast. Genau, dafür haben wir den verwendet. Von Black Roll ist das tatsächlich. Den kannst du nehmen und dann dich an die Wand stellen. Upsala, dich an die Wand stellen. Den Ball dann dazwischen, ne? Und dann rollst du den so den Rücken rauf und runter. So quasi neben der Wirbelsäule oder am unteren Rücken. Das ist auch ganz geil. Ey, Sammy, das ist nicht dein Ball, das ist mein Ball. Er freut sich einfach, ne? Nein, es ist mein Ball. Nein, das ist mein Ball. Du kriegst keinen Ball. Crazy Dog hier. Okay, genau. Aber auf jeden Fall ein gutes Ding, um so Verspannung im Rücken zu lösen. Sehr, sehr angenehm. Dann habe ich hier noch was drin. Das ist fürs Handy ganz praktisch. Denn das kannst du ja entweder tatsächlich an dein Handy dran kleben oder du klebst es dir. Ich habe das im Auto kleben tatsächlich, um dann halt so Parkkarten und sowas da rein zu machen. Ist halt so ein kleines Täschchen, ne? Ist auch echt sinnvoll tatsächlich.
Finde ich cool. Dann habe ich hier was drin. Ah, das habe ich meiner Mama damals geschenkt, als ich das in der Box drin hatte. Denn das ist, oder ja, meinem Freund, das ist jetzt rosa. Ich glaube, der wird es nicht verwenden dann tatsächlich. Aber das ist ein Tuch, wie so ein kleines Handtuch, was sehr, sehr viel Schweiß aufsaugt. Also das kann man gut verwenden, wenn man halt Sport zu Hause macht oder wenn man das halt, wenn man unterwegs ist, ne? Und damit kann man seinen Schweiß wegmachen. Finde ich auch total cool. Das ist ein, Schweißtuch. Einfach. Ist sehr, sehr toll. Tatsächlich. Also das mag ich. Und du, Sammy, was sagst du zum Tuch? Ist ein schönes Tuch, ne? Ich mag die Farbe tatsächlich. Ich mache jetzt nicht so viel Sport. Ich hatte mir eigentlich gesagt, dass ich jetzt ein bisschen mehr Sport machen wollen würde. Tue ich aber nicht. Bin ich ehrlich, ne? Ich habe so viel da und ich mache es nicht. Dann haben wir hier was von Rituals mit drin. Denn normalerweise haben wir ja auch in den vorigen Abo-Boxen und mittlerweile sind das ja eher so limitierte Boxen, die dann in limitierter Stückzahl erscheinen, aber halt nicht regelmäßig erscheinen auf der Homepage. Produkte aus den Bereichen Lifestyle, Aromatherapie. Food haben wir auch mal dabei gehabt, Wellness und Beauty halt auch mit dabei. Und hier haben wir von Rituals, The Ritual of Ayurveda, eine Instant Care Hand Lotion, 70 ml sind hier drin enthalten. Das fand ich damals schon cool, als ich das mit in der Box drin hatte, weil ich das einfach gefeiert habe, dass die Rituals mit in der Box drin hatten. Das riecht einfach geil, ne? Kann man nicht anders sagen. Das ist einfach voll die rosa Box, die ich gekriegt habe. Finde ich so cool. Dann habe ich hier auch so den Band. Das haben wir aber noch tatsächlich da. Das kannst du, hat meine Freundin mir erklärt, so für die Beine nehmen oder für die Arme oder so, um halt ja auch wieder Übungen zu machen. Ne? Da kann man, also im Prinzip nimmt man die Füße, steckt diese durch und dann legt man sich hin. Am besten hat man die Beine dann so ein bisschen höher und dann versucht man die Beine so auseinander zu drücken. Oh, super anstrengend, Leute. Ne? Ja, aber ist auf jeden Fall dann auch für Sport zu Hause echt gut geeignet. Oder halt auch für Yoga an sich natürlich, ne? Dann habe ich hier noch etwas mit drin, das ist, sind Gewürze, ne? Dry Spice Blend Mild. 8 Dingsviecher sind das. Spice Pots, das ist Korma. Mhm, das sagt mir gerade, hatte ich schon mal, glaube ich, da, aber meine Mama hat das bekommen, weil wir nicht so gerne dieses orientalische Essen essen tatsächlich. Und du kannst es aber nehmen, um, warte mal, Simply Fry Onion, Garlic and Ginger, then add 2 Teaspoon Spices per Person. Also du machst es quasi mit Zwiebeln, Ingwer und Knoblauch zusammen. Und dann kannst du das quasi als Gewürzmischung dann nehmen und damit dann auch deine Gewürze dein Gemüse verfeinern. 40 Gramm sind hier drin enthalten. Ja, aber wie gesagt, das sind wir nicht ganz so Fan von. Ich weiß gar nicht, wie viel, welche. Hier, Koriander, Kumin, Turmeric, Chili, Cinnamon, Fenugreek, Cloves, Black Pepper, Kardamom. Ne, das sind halt nicht ganz so die Gewürze, die mein Freund und ich so in unserer Küche verwenden. Dann habe ich hier was drin, das finde ich auch super. Von dem Make-up-Radierer ist das nämlich The Original Make-up-Radierer-Pad. Ein Stück haben wir hier drin. Sowas verwende ich einfach unfassbar gerne. Also immer, wenn ich mich abschminke, ne? Wiederverwendbare Abschminkpads oder, keine Ahnung, morgens, wenn ich mein Gesicht einfach nochmal wasche. Sowas. Immer mit dabei. Anstelle von Waschlappen verwende ich das halt einfach. Und ist klasse, ne? Man muss halt bei sowas drauf achten. Manchmal sollte man das besser nicht in hier mit Weichspüler verwenden. Ich mache das immer. Bei mir funktioniert das auch alles soweit so gut, ne? Ich finde das gut. Also hier haben wir echt voll die Beauty-Box irgendwie, ne? Und dann haben wir hier noch ein Produkt drin. Und ich glaube, das wäre dann auch das letzte gewesen. Ja, und das ist ein Schmuckstück, ne? Also hier steht auch Yoga Junkies drauf. Und die Produkte, die finden wir auch dort im Online-Shop zu kaufen, wenn wir die nachkaufen möchten. Und hier haben wir dann auch genau den Ring drin, den ich, seitdem ich die Box geöffnet habe, an meinem kleinen Finger trage. Das ist der Federring. Ich finde den so geil. Also richtig cool. Ja, das war auch eine sehr, sehr geile Box damals, muss ich wirklich sagen. Cool. Ne? Haben wir hier den Federring nochmal drin. Der ist natürlich größenverstellbar, dadurch, dass er ja nicht zu ist. Kannst du den dehnen und so, ne? Aber ich trage den einfach am kleinen Finger. Und der symbolisiert für mich so ein bisschen die Leichtigkeit des Lebens wiederzufinden. Ne? Weil jeder Ring hat irgendwie bei mir auch eine Bedeutung. Und immer wenn ich so dann an meinen Ringen rumnestel, das mache ich ganz gerne, dann versuche ich mich auch so ein bisschen darauf zu besinnen, was diese Ringe dann auch bedeuten. Und mir dann auch die Positivität des Lebens mal wieder ein bisschen in Erinnerung zu rufen. Und da wird er mir auf jeden Fall helfen.
bin begeistert, dass die Kerze brennt. Können wir da bitte mal kurz drüber reden? Das funktioniert. Ich weiß nicht, was ich bei meiner falsch gemacht habe. Ich glaube, ich habe den Stein zu früh rausgenommen. Ich glaube, das darf man nicht, ne? Ja, das war jetzt die Mystery Box, die 29 Euro gekostet hat. Es kann natürlich sein, dass der Inhalt variiert, denn Mystery Box ist eine Mystery Box. Ich habe jetzt hier einfach mal eine geöffnet. Hier sehen wir tatsächlich dann, dass da Produkte drin sind, die aus vergangenen Boxen sind. Die Produkte, wo dann wahrscheinlich das Mindesthaltbarkeitsdatum nicht mehr so fein war, ne? Wurden dann rausgenommen. Und dann durch andere Produkte ersetzt. Und das finde ich ziemlich cool. Also da muss man wirklich, also finde ich gut. Nö, gefällt mir einfach. Ich denke, dass ich da noch das ein oder andere Mal zuschlagen werde. Ich hoffe auch, dass die jetzt nach der Cozy Time Limited Edition Box vielleicht noch die ein oder andere weitere Box rausbringen. Ne? Denn ihr kennt mich, ich liebe Unboxings und so. Ne? Ich mag diesen Überraschungsmoment einfach. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir, der Mystery Box von den Yoga Junkies und dem Video. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Beautyboxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!